So, meine Freunde, Beamonster am Start für euch mit der vorerst letzten Shining Legends Box. Aber ich würde denken, man könnte vielleicht sich doch noch mal ein paar Boxen holen. Keine Ahnung, ob da noch ein paar coole Sonderboxen rauskommen jetzt dieses Jahr. Aber wir haben sie hier. Sie ist da, Leute. Sie ist da. Nämlich die Shining Legends Ho-Oh Premium Kollektion und Premium Power Kollektion. Allerdings leider in Englisch. Und mit großer Rainbow Ho-Oh Karte. Mit zwei Shiny-Pokémon, nämlich Celebi und Lugia. Wir reißen dieses Ding jetzt auf und gucken, dass wir Luck haben. Die letzten Boxen waren extrem gut. Wir haben eine Shiny-Karte gezogen. Wir haben eine Shiny-Karte safe bekommen. Wir haben haufenweise gute GX-Karten gekriegt. Also, ich würde sagen, beschweren können wir uns da weniger. So. Lass mal hier das ganze Ding irgendwie aufmachen. So, damit die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Upsala, da kippt fast die Kamera um. Da ist schon eine große Sperrenstativ, Mann. So, hier, Cold Cutter, ne, wie immer mit dabei. Kann ich euch böse empfehlen. Mikrofon umgeschmissen, Kamera fast umgeschmissen, was ist denn heute los? So. So, das schaut aus. Sogar mit großer Karte und Spielunterlage mit haufenweise Shiny Pokémon. Ich mache diese jetzt extra nicht auf, Leute. Die werde ich wahrscheinlich bei, wenn wir nochmal Shiny Legends machen, bei den nächsten Shiny Legends Dingern mit runter packen. Bin ich vielleicht ein Pfeil darunter. Zum Anfang machen so. Okay. Kann man nichts machen. Schade. Unsere große Premium Dingsbums-Karte. Ich bin so aufgeregt gerade. Unsere Premium. Ne, nicht Premium, unsere Promo. Unsere. Moment. So. Unsere Promo. Ho-Oh Karte. Warum ich jetzt gerade so konzentriert bin, ich will die halt nicht kaputt machen. Oder nicht irgendwie irgendwelche Macken reinmachen, weil die Dinger. Können halt irgendwann mal so verdammt wertvoll werden. Und deswegen bin ich da bei sowas immer etwas muschihaft. Ich bin auch niemand, der seine Karten gerne knickt. Oder allgemein hasse ich, wenn da irgendwann ein Knick drin ist. Deswegen bin ich da echt eine Sissy. Alles schon eingetütet. So. Nächstes ist Lugia. Damit die halt Mint bleiben. Ne? Die müssen halt Mint oder Neo Mint sein. Damit sie auch wirklich Kohle dann irgendwann bringen. Wenn ihr nicht wisst, was Mint ist halt die Seltenheitsstufe bei Karten. Und wenn sie halt Mint oder Near Mint sind, dann sind sie halt wie frisch aus dem Booster-Pack gezogen. Und das ist halt die beste Qualität, die man sich wünschen kann. Wir haben eine Promo Pikachu Holo drin. Brauchen wir ja weniger. Kann man machen, muss man nicht. Dann haben wir ein Shiny Celebi. Und ein Shiny Lugia. Wir jetzt mal hier die Sachen nicht vorlesen. Das ist eh die Shiny Karten. Das ist doch mal ehrlich. Und ein Regenbogen, ein Rainbow Rare Ho-Oh GX. Richtig cool. Und dazu, wir gucken gleich mal nach, wie viele Booster Packs es nur insgesamt sind. Ich dachte, es müssen 8 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zwar haben wir haufenweise Genesekt. Wir haben 3-mal Mew und 5-mal Genesekt. Das heißt, Mew ist unser Glückspack. Und wir machen die Mews zuerst und dann nochmal das letzte zum Schluss. Und dann. Ich bin so aufgeregt. Diese Karten, diese Packs, die sind echt gut. Die sind echt richtig gut. Gefallen mir. 1, 2, 3. Ich muss mal gucken, ob das immer noch so ist. Mit den. Obwohl. Kann sein. Mit den Cold-Karten. So, Damage Mover. Nicht Dark Mover, Damage Mover. Volcarona. Golurk.
Shroomish, Jinx, Pikachu, Torkoal, Totodile, ein Reverse Manaphy und ein Holo, verdammt gut aussehendes Keldeo. Oh mein Gott, dieses Outfit liebe ich. Dieses Outfit liebe ich so abgöttisch. Also wenn ihr irgendwann mal den Keldeo Guide seht, genau das Outfit kurz. Das Keldeo Outfit oder das Keldeo Thumbnail zieren. Das einfach so geil aussieht. So, 3. Es geht weiter mit. Warte mal. Moment. So. Es geht weiter mit Chris. Also mit. Was? Sophocles heißt der auf Englisch. Okay, Chris ist dort doch schon ein bisschen geiler. Incineroar, Arbok, Torkoal, Quillfish, Scraggy, Plusle, Toracat, mein Gott. Ein Reverse Latios und ein Holo Latios. Toll. Das hat sich gerade echt nicht gelohnt. Das macht so Spaß hier. Komm, die Trainerbox, die war so gut. Jetzt bitte nochmal hier irgendwas vergleichbar Geiles. So, 3. So, Leapheart, Electrode, Spiritomb, Pikachu, Ekans, Torracat, Breloom, Minun, ein Reverse Torkoal und eine normale Mewtwo GX. Leute, soll ich was sagen, wir haben jetzt alle drei verschiedene Mewtwo GX Karten, die es hier im Set gibt. Wir haben die Mewtwo GX Karten voll. Yeah, wir haben was beendet. Juhu. Das freut mich aber jetzt. Hihi. Nee, ich bin eigentlich ein großer Mewtwo-Fan. Von daher ist mir das relativ egal, aber es ist halt natürlich cool, alle drei Mewtwo-GX-Karten zu haben. Das ist schon nicer Dice. 1, 2, 3. So, Feraligatr, Sophocles, Super Scoop-Up, Voltorb, Scraggy, Boozle, Minun, Stunfisk, Warp Energy, Reverse, und Shaymin als Holo. Shaymin, haha, jetzt soll er durch Shaymin. So schlecht, einfach schlecht. 1, 2, 3. So, weiter geht's mit Arbok, Warp Energy, Switch, Bulbasaur, Flussel, Zoroark, Quillfish, Zoroark als, keine Ahnung. So, auch nochmal. Great Ball als Reverse und Zekrom als Holo. Zehnmal so ist auch zu. Die Sortierung ist manchmal echt gut. Muss man nicht verstehen. Muss man manchmal echt nicht verstehen. So, 1, 2, 3. Weiter geht's mit dem Pokémon Catcher: Double Colorless Energy, Leapheart, Scraggy, Jinx, Minun, Torkoal, Ivysaur, Spiritomb als Reverse und Palkia als Holo. Komm hier, Inne muss doch drin sein. Inne Shiny. Das ist ja cool. Oder wie gesagt, NT Full Art. NT Full Art wäre auch richtig geil. So, 3. Es geht weiter mit dem Great Ball. How, Switch, Shroomish, Quillfish, Ivysaur, Torkoal, Bulbasaur. Oh, da glitzert was, da glitzert was. Voltorb als Reverse. Und nochmal eine Entei GX. Schade. Raichu GX fehlt uns eigentlich noch. Dann haben wir alle GX aus dem Set, zumindest als normale Version. Und halt einige doppelt und dreifach. Schade. Aber ein Pack haben wir noch und das ist das Glückspack mit Shiny Mew. Vielleicht bringt es ja Glück. Vielleicht bringt es uns ja doch noch. Wäre wünschenswert. So, 3. So, letztes Pack. Ja, so, Floatzel, Electrode,
Ponyvine, Torkoal, Minun, Jinx, Scraggy, Shroomish, Minun als Rus und Shaymin als Holo. Schade, schade, aber trotzdem immerhin zwei GX-Card gezogen, plus unsere Full-Art, die wir sowieso schon hatten, plus unsere Shinies, die wir von Hause aus schon dabei hatten, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wir hatten Shaymin, Entei, Palkia, Mewtwo GX, unsere Ho-Oh GX, Shiny Lugia, Zekrom, nochmal Shaymin, Latios, Keldeo und unsere Shiny Celebi. Puh, vier große Boxen von Shiny Legends sind offen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der Swally-Box. Da habe ich noch eine ganz fette Premium-Box zum Schluss. Die zeige ich euch aber dann wirklich, dann, wenn ich die ganzen Openings gemacht habe, ganz zum Schluss. Da gibt es wenig Booster-Packs drin, aber dafür sehr, sehr viele geile Karten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und ciao. Myself inside my room.